damit herzlich willkommen zurück an Bord der Avenger. Ich bin natürlich wie immer euer Cody und wir werden mal schauen, wie wir heute damit fortfahren, unseren geliebten Planeten Erde zu beschützen. Beziehungsweise zurück zu erobern, weil beschützt, das hat ja leider nicht so ganz geklappt im zweiten Teil von XCOM. Was ist passiert? Was habe ich gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nicht viel. Ich habe dem guten John Sinclair auf Wunsch von Pascal den Spitznamen Hunter verpasst und ich habe einen amerikanischen Rekruten eingefügt, beziehungsweise habe einen anderen Rekruten von seinem ursprünglichen Herkunftsland aus umgeändert. Ich habe ihm den Namen Franklin Musgrave gegeben. Warum? Es war gewünscht, dass wir einen amerikanischen Scharfschützen mit dem Spitznamen Challenger bekommen. Es war kein anderer Name gewünscht und dementsprechend habe ich mir halt was rausgesucht und Franklin Musgrave, das war einer der Piloten der ersten Mission der Challenger. So ein bisschen quasi als Hommage an die verunglückte Raumfähre der Amerikaner und als einziger Pilot beziehungsweise als einziger Raumfahrer der Amerikaner war er mit allen Space Shuttles im All gewesen. Deswegen ist die Wahl auf ihn gefallen. Ich wollte jetzt niemanden aus der verunglückten Crew nehmen, einfach so ein bisschen aus Pietät. Ja, das war so mein Gedanke da dahinter. Da es ein Scharfschütze werden soll, benutzen wir tatsächlich mal unsere Guerilla-Taktik-Schule. Ich habe ihn zum Scharfschützentraining geschickt. Und wir werden ihn in einigen Tagen als Scharfschützen haben. Okay, ansonsten allerdings können wir einfach nur weitermachen. Und wir müssen weitermachen. Wir müssen vor allen Dingen schnell weitermachen. Warum? Das liegt daran, dass wir zurückliegen. Und zwar ganz gut. Und es sind zwei Geheimeinrichtungen da. Wir müssen uns beeilen, dass wir entweder Asien vollständig machen oder Europa anfangen. Am besten wäre natürlich beides, wenn wir beide geheime Richtungen ausschalten können. Ich hoffe, die Zeit wird uns reichen. Wir schauen. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Da haben wir unseren zusätzlichen Ingenieur bekommen. Das ist sehr gut. Dann geben wir doch gleich mal eine weitere Aktion rein. Was machen wir? Stellen wir schon mal die Jagd für die anderen beiden weiter. Weil ich meine, bei ihr können wir leider nicht. Da fehlt uns ein Major. Oder Major. Ja, wir machen das. Wir fangen schon mal die Jagd auf den Jäger an, würde ich sagen. Ach. So, wir brauchen einen Sergeant oder besser. Den schicken wir los. Nehmen wir mal Junkyard da dafür. Und geben ihm zwei Soldaten als Unterstützung. Nehmen wir mal Dennis und Karl. Die beiden sind ja sowieso Teamarbeiter. So, mal gucken. Mein Volk wird tun, was nötig ist. Vorräte für... Nee, lohnt sich momentan gerade nicht so wirklich. Mal gucken, was wir sonst noch so an Verbesserungen eventuell durchkriegen. Weiß ich nicht. Da haben wir die Verbesserung schon. Es gibt, glaube ich, keine neuen Kampftaktiken. Genau. Wir müssen wieder einen Rang weiter warten. Der Testbereich hat nix. Wir brauchen den Schädelstecker. Wir packen unsere neue Ingenieurin mal hier mit hinein. So. 6 Tage, bis hier die Maschinen geräumt sind. Das können wir ignorieren, weil wir haben leider keinen Trainingsbereich.
Ansonsten, ja, können wir eigentlich nur weiterspulen gerade. Okay. Die kannten wir schon. Zwar sind es zum Glück keine neue. Jetzt nur eine Info, dass etwas besonders Mächtiges dort ist. Aha. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ja, tue ich. Dadurch werden wir jetzt einige neue Waffen bekommen. Das Temnonik-Gewehr. Okay. Aufrüstung des Vektorgewehrs von unseren Schnittern. Gauss-Gewehr. Scharfschützen und die Magnetkanone für unsere Heavies. Oder Grenadiere, wie sie ja heißen. Wir haben einen Durchbruch für digitales Netzwerk. Wollen wir das jetzt sagen? System. Okay. Was haben wir sonst noch so? 10 Tage, 3 Tage. Digitales Netzwerk sagt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts. Das muss was Neues sein. Das Ionic wäre natürlich schon interessant. Infos haben wir genug. Das erste. Ich würde sagen, wir gehen auf die Ionic. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Ist von der aktuellen Auswahl so. Ja, bin zwar nicht ganz zufrieden, aber so das Beste. Weiter. Signal ist laut und deutlich. Gut, das ermöglicht es uns, zu den anderen Regionen weiter schneller vorzudringen. Können den Kontakt nicht herstellen, ne? Uns fehlen Slots. Scheiße. Habe ich jetzt nicht gesagt. Und sowas sagt man nicht. Machen wir einen kleinen Ausflug auf den Schwarzmarkt. Mal gucken, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir da diesen Monat schon gewesen waren. Und Ingenieur. Nicht verkehrt. 100 Info. Natürlich teuer. Ah. Ingenieur ist echt nicht verkehrt. Brauchen wir. Wir müssen schneller vorankommen. Ich mache mir ein bisschen Gedanken darüber, dass ich das Muster, wie ich bauen will, nicht hinkriege. Commander, die Auserwählten sind jeden Tag näher dran, uns aufzuspüren und anzugreifen. Wir können sie nur aufhalten, wenn wir zuerst zuschlagen. Und wir müssen gemeinsam mit dem Widerstand eine verdeckte Aktion planen. Wir sollten zum Ring aufbrechen. Halt, Moment, wir haben doch eine verdeckte Aktion geplant. Ja, klar, hier. Wir haben bereits Truppen für eine verdeckte Aktion eingesetzt, Commander. Wir können die nächste Operation erst starten, wenn diese abgeschlossen ist. Der ist auch nicht ganz auf der Reihe, der Mann. Wir holen uns mal die Alien-Legierung, würde ich sagen. Avenger berechnet neuen Kurs. Da ist Herr Musgrave zum Scharfschützen geworden. Dann verpassen wir ihm doch gleich mal die richtigen Farben. Das hätte ich eben eigentlich auch schon direkt machen können. Vor allem hätte ich mir vorher merken können, welche das gleich nochmal waren. Gucken wir mal kurz nach. Weil es gibt, wie ihr seht, vielleicht sehen wir einige Farben. Halt. Was wollte ich? Körper. Die Rüstungsfarbe 36 und Sekundär war 15. Okay. So, wo haben wir denn? Da haben wir einen
Also. Nein, nicht Kopf. Mann. Klicken will gelernt sein. So, 36 für die Haupt. 36 für die Hauptfarbe, danke. Und die 15. So, die Standardfarben, die ich ausgewählt habe für unsere Scharfschützen. Viel, viel Möglichkeiten, die zu individualisieren. Ich mag ehrlich gesagt so ein bisschen so eine Farbkodierung, dann kann man ja schnell erkennen, wer will man da als nächstes gleich hat. Also welche Klasse. Machen wir es gleich. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Denn hey, Commander. Heute los. So, mal gucken, was kostet es uns denn? 100 Vorräte und 10 Legierungen. Jeweils und dann nochmal 40 und 5, das heißt 25 und 240. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Standardgewehre von Schnittern haben zu wenig Bums. Na komm. Aktuell haben wir es ja noch. So, da sind die Maschinen weggeräumt. Jetzt muss da ganz, ganz dringend eine Kommunikationszentrale hin. Sauge Widerstand Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Das können wir leider nicht noch weiter beschleunigen wie einen. Dann die anderen beiden schon mal hier mit den Trümmern weiter, würde ich sagen. Da haben wir ja schließlich auch was von. Unsere Aktionen waren erfolgreich und die Ältesten spüren Angst. Sehr schön. Wir haben mehr über Daihua Valinor rausgefunden. Unser Wissen über die Außerwelten wird mit jedem Tag detaillierter. Ein gemeinsamer Feind führt uns zusammen und gemeinsam sind wir stark. Wir sind bereit für weitere Befehle, Commander. Wir warten nur auf Ihre Entscheidung. Alle Rüstungsforschung 15%. Interessant. Ja, wir machen mit. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Das Team hat ganz gut funktioniert. Steht doch Soldat, warum kann ich jetzt kein Private wählen? Ah, ja, man sollte richtig lesen. Man sollte richtig lesen. Guten Morgen. Dann geben wir ihm mal Caddy mit. Okay. Mit Verwundungen können wir umgehen. Solange es nur Verwundungen sind. So, starten wir jetzt. Der Befehl ist eindeutig und wir werden ihn ausführen. Schädelstecker fertig. Lustiges Stück Technik. Wie war das? Hatte man da jetzt gleich automatisch einen oder musste man erst noch einen bauen? Was kann ich für Sie tun, Commander? Ach, der wird dann automatisch im Dings gebaut, ne? Im Testbereich. Ja, eigentlich direkt einen haben. Mal gucken. Ja, sehr schön. Mir zusehen, dass wir möglichst immer einem, der auch nicht zu weit von Geschehen entfernt ist, einen mitgeben. Das ist wichtig für uns. Was machen wir jetzt hier? Das sind so ein bisschen so Sonderwaffen. Die sind allerdings nicht modifizierbar, aber für sich selbst relativ stark.
100 Vorräte, 20 Alien-Legierungen. Ne, das ist mir aktuell gerade zu teuer. Ein weiterer Schädelstecker kostet 50. Bleiben wir momentan mal bei einem. Dann haben wir mal das. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Kern 5 Alien-Legierungen. Ein extra Anzug nochmal auch mal. Ganz witzig. Und ein zusätzliches Equipment quasi, was man mitnehmen kann. Ja, da haben wir unseren Einsatz für heute. Wir können alles Mögliche verhindern. Was können wir denn verhindern? Das ist natürlich böse. Das ist auch böse. Oh, Igitt. Hätte gern Joker. Setze Kurs auf Südafrika. War zwar von der Belohnung nicht das Licht, das Interessanteste, was ich gerne hätte. Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Aber irgendwas müssen wir machen. Noch jemanden. Habe ich noch einen Ranger über oder habe ich mit Dings jetzt die letzte weggeschickt? Ah, Dennis. Glaube ich das Sinnvollste. Wollen wir das so machen? Ach, machen wir es einfach so. Skyrim. In Position für den Einsatz. Ich weiß nicht, ob es wirklich die sinnvollste Wahl war, aber das war jetzt eine Wahl zwischen Pest und Cholera quasi. Häufiger in Auserwählten, die Viecher nerven wie die Sau. Schilfbiegung auf den Lanzenträger. Scheiße, weil sie sich wieder wegbewegen, nachdem sie angegriffen haben. Der Widerstand hat über einen Zugangspunkt in diesem Gebiet eine Verbindung zum über 50% unserer Einnahmen für den nächsten Monat opfern. Alien-Projekts abgefallen. Leider hat Advent das Signal entdeckt und rückt aus, um die Stellung zu zerstören. Wir müssen handeln und alle Feinde ausschalten, die das Gerät bedrohen. Dann hätten wir noch einen Wissenschaftler kriegen können bei dem einen Einsatz, bei dem anderen. Ah, ich weiß nicht. Ganz 100 pro Wohl ist mir ehrlich gesagt nicht, aber wir müssen ja weitermachen. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Dann müssen wir uns wohl beeilen. Okay, unsere Schleichspezialistin. Da komme ich. Macht mal Vollgas. Du entkommst mir nicht. Da haben wir sie. Ja schon. Kommen wir nicht durch, können aber durchfeuern. Los, los, los! Jetzt die Frage, wie die beiden sich bewegen.
Got it. Moving. Sollte man normal nicht machen, aber ich tue es. Ich mache hier voll einen Risikomove. In Ordnung. Wir müssen ja auch zusehen, dass wir zu dem Objekt der Begierde hinkommen und was beschützen können. Wir werden garantiert gleich wieder welche daneben stehen, wie schon normal. Und schon direkt drauf losballern. So, mittlerweile sind wir ja auch zu sechs, das ist der volle Trupp. Spurte los. Ein zweiter links wäre besser gewesen. Okay, sie bewegen sich vom Ziel weg. Interessant. What? Alter! Gleich vier Einheiten direkt daneben. Ja. Ist jetzt, wow. Und ab geht's. Mal gucken, das mache ich normal nicht so gerne, aber mal die beiden, die wir da schon entdeckt haben, mal links liegen lassen. Will do. Wie sagte schon Iron Man, was alles, was zählt, ist die Mission. Und die nächste Mission. Und die nächste Mission. Wird erledigt. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Kommt der nicht da noch rum? Bewegung, Bewegung! In Windeseile. Ja, in Windeseile. Flinkes Wiesel. Oh, oh. Okay. Noch mal ein bisschen Deckung, aber ich kann es nicht richtig erkennen. Da dürfte auch Deckung sein. Ist hohe Deckung. Wird die Frage, was da um die Ecke noch so steht. Ich vertraue. Ich weiß, wo du bist. Dieser Advent-Captain wäre uns von Nutzen, wenn er kampfunfähig gemacht würde. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. So, noch mal eine Hardcore-Stufe mehr. Mit dem Ranger versuchen, den Offizier zu erwischen. Ja. Macht erstmal keine weitere Bewegung. Und ihm fehlt ein Schritt, ne? Moving to designated position. So, Doc kommt hier an die Ecke. Wechselposition. Das Böse ist halt. Auch wenn sie uns jetzt noch nicht gesehen haben, kann es sein, dass die halt aktiv werden, die beiden da hinten, wenn wir mit denen in den Kampf gehen. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Positionierung auch an. Und halt, weil wir sie schon aufgedeckt haben, ist nochmal so eine Zusatzchance quasi. Ja, Doc bleibt da auf jeden Fall erstmal stehen. Smirnoff. Wow, das ist nicht gerade ungefährlich. Dann mal los. Da steht dann auch noch der Lanzenträger. Mir ist nicht so ganz unwohl bei der Sache. Schicken wir ihn erstmal hier um die Ecke. Okay. Kann im Zug sowieso nicht mehr machen. Und unser Scharfschütze dürfte von dort aus gerade Sicht haben, normal. Nähere mich der Zielposition.
Okay, zumindest nichts Neues aufgedeckt. Bitte Feuerschutz. Ich würde sagen, die Runde gehen wir erst nochmal in den Feuerschutz für alle Fälle. Halte die Augen offen. Wir müssten die angreifen. Es ist suboptimal. Verstanden. Halte die Augen offen. Wie viele Lebenspunkte hat denn das Ding noch? Viele. Okay, wir machen erst nochmal die von den vollen Feuerschutz für den Fall, dass wir aufgedeckt werden. Und in der nächsten Runde dann ziehen wir so, dass alle können. Scheint zum Glück immer nur einer anzugreifen. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt die Frage, ist der Explosionsradius von den scheiß Flammenwerfern 2 oder 3 Felder? Und wird der Offizier den überleben? Ich bin mit der Taktik, die ich eigentlich vorhatte, jetzt nicht mehr so ganz einig. Nicht ja offen. Bin auf dem Weg. Gehen wir erstmal in Position und probieren es, weil mehr wie versabbeln können wir es ja nicht. So, Doc ist bei der Taktik auf das Feuerschutz vorgesehen. Nikolai kann sehen und das sogar ziemlich gut. Aber er geht trotzdem auf Feuerschutz, er wird ihn nicht auslösen. Da wir mal keine Verlorenen dabei haben. Da folgendes, weil wir haben da den Mech schön im Bereich. Es braucht Geduld. Niemand kommt vorbei. Und ja, ich würde ja am liebsten zusehen, dass ich den Schädel gesteckt bekomme. Gebe Feuerschutz. Der letzte? Der letzte. Puh. Wäre natürlich ideal, wenn wir direkt alle erwischen könnten. Aber ich möchte halt ganz gerne auch den Schädelstecker haben. Also den Schädelstecker einsetzen. Machen wir uns auf jeden Fall da mal ein bisschen mehr Sicht mit der Granate, sprengen die Wände auf und mal gucken. Boom! Das macht jetzt 2-mal Bumm. Oder sollte zumindest 2-mal Bumm machen. Vielleicht sogar 3-mal. Da hatte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Effekt erhofft drauf. Oh, kommt Leute, offenes Schussfeld. Daneben. Wenigstens die Viper. Das muss besser ziehen, oder? Du machst sie mit Tank. Ja, auf dem Mac, auf dem Mac, auf dem Mac. Natürlich nicht auf dem Mac. Ziel neutralisiert. Hätte der nicht auf den Mac feuern können. Oh, Soldaten mit Granaten. Unschön. Sie haben uns entdeckt. Es läuft tatsächlich nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Es läuft tatsächlich sogar ziemlich schlecht. Der wird jetzt auch noch eine Granate rausjagen, gehe ich mal von aus. Nein? Das hat wehgetan. Fire spreading! Okay. Wäre volles Risiko. Machen wir erstmal die anderen, bevor wir da den Schädelstecker nutzen.
Die beiden müssen natürlich außer Gefahr gebracht werden. Und er hat nicht einen in sich. Das ist doch zum Kotzen. Okay. Bestätigt. Outrider. Kannst zwar den Offizier flankieren, aber das möchte ich nicht. Der Mech muss gehen. Das unausweichliche Schicksal der Aliens. Habe nur noch wenig Munition. Ich habe gar nicht so viel Risiko. Wir machen es einfach. Wir wollen's, wir tun's. Das piekst vielleicht etwas. Oh, ja, das piekst tatsächlich etwas. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent Psionik-Netz. Boah, ich habe unsere Systeme, Alter, für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet, aber wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. Okay, kann ich mich nicht dran erinnern, aber okay, hacken da halt also auch so. Dann Schädelstecker wahrscheinlich besser einen Spezialisten mitgeben. Geschafft! In Zukunft. Hier drüben ist etwas. Schafft und ein Dachpad, auch nicht schlecht. Es ist hier drüben. Oh, welcher? Ah, Codex. Commander, okay. Das scheint der Codex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen. Wir haben unser Ziel. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Das sah jetzt gerade noch so schön einfach aus. Weil da nur noch der Soldat da war. Und los geht's. Hoffen wir auf Max Damage. Immer dieses, es ist noch ein Punkt über Minuten. Ja, ich meine, es ist sinnvoll, wir schalten den Soldaten aus, dann können wir wenigstens für einen Großteil unserer Leute den Schutz bekommen. So wird's gemacht. Und dann nutzen wir die neue Fähigkeit von Hunter und unterdrücken den da mit Unterstützungsfeuer. Jetzt pinnt ihn runter, setzt seine Zielsicherheit runter und zwingt ihn in dem Moment auch zum Zug. Der Codex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Und er teleportiert. Das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es läuft mal wieder alles genau wie geplant. Ich gehe schon. 50%. Nehmen wir mal zu, dass wir ihn in Deckung nehmen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das klappt. Köpfe runter! Müsste durch den Sturz normal auch nochmal Schaden kriegen. Ja. Noch eine Fähigkeit, geklont. Du kannst dich nicht verstecken. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Codex projiziert mehrere Kopien von sich selbst in unsere Dimension. Gefällt mir jetzt gerade mal gar nicht. Aber will zumindest einen noch aus der Reichweite von den von dieser Psi-Bombe kriegen. Und da er momentan nicht aufgeladen ist, kann er nicht normal schießen, aber ich will den Codex weg haben. Auch wenn noch ein Klon da ist. Ist jetzt zwar ein bisschen Overkill, aber besser Overkill als gar kein Kill. So, Friedi, versuch mal dich da raus zu manövrieren. Bin schon dabei.
Und ja. Genug gewartet. Einmal bewegen. Dann haben wir nur noch den Scharfschützen. Ah, nee, Outrider haben wir auch noch. Das ist gut. Dann kann Doc sich mal wohin bewegen, wo sie Deckung kriegt. Jetzt komme ich. Und unser Scharfschütze steht diese Mission echt richtig gut. Jedes Mal. Bin dabei. Gehen wir mal nach hier, weil wir wissen ja, wir haben in der anderen Richtung noch zwei. Na los, zeigt euch! Der darf nicht vorbeigehen. Sehr gut. Volk lässt grüßen. Sehr gute Arbeit, Commander. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Kodex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. So, jetzt müssen wir natürlich noch die anderen beiden ausschalten. Wir wissen ja, wo sie sind. Schon unterwegs! Moving to designated position. Wir müssen eine ganze Menge nachladen. We're green to go. Heftig, aber auf jeden Fall haben wir es durch. Geht klar. Nachgeladen. Die anderen beiden dürften nur noch Makulatur sein. Endlich. So. Es kann losgehen. Hier gibt's ein frisches Magazin. Wo hat er jetzt die beste Position? Da dürfte die Wand relativ viel Sicht versperren, außer wir kriegen sie hier runtergelockt. Also unser Scharfschütze hat in dieser Mission echt kein besonders gutes Feld gehabt. Geht nichts. Aber kein Wunder. War ja nicht gerade die offenste aller Missionen. Bewege mich wie befohlen. So, auch hier gibt es ein neues Magazin. Sie hat mit einer neuen Waffe kein größeres Magazin bekommen. Schade. So, wie gehen wir die beiden jetzt an? Gönnen wir uns erstmal noch eine Runde, damit die Rest näher rankommt. Schon unterwegs! Was macht unser Scharfschütze? Wechsle Position. Biete Feuerschutz. Dann sie schicken mir erstmal Schatten. Ich bin unsichtbar. Mein Leben liegt in ihren Händen. Daraus hat sie sogar schon Sicht. Wie gesagt, wir brauchen noch die anderen in Reichweite. Jetzt hat die Frage, wenn wir dahin gehen, dann wird er garantiert entdeckt. Gleiche gilt auch für Hunter. Bin dabei! Bitte Feuerschutz! Scanning! Mal gucken. Okay, hat sich nichts in unserer Sicht bewegt. Wohin können wir wohl gehen, ohne dass er aufgedeckt wird? Dahingehend ist er auf jeden Fall entdeckt. Deswegen kriegt die Position mal jemand anders. Ich stehe zu Ihren Diensten. Ich würde sagen, wir versuchen einen Hinterhalt irgendwie. Bestätigt. Gucken, Überwachung läuft. So bewegen, dass wir ins Ziel kommen. Nee, das können wir nicht machen. Wenn er
die anderen sieht, dann ist es sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er auch gesehen wird. Weil ich ja keinen Stealth-Modus mehr. Bin jetzt ein bisschen aufmerksamer. Dok, 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 dok. Bewegen wir erstmal noch nicht. Er hätte einen Truppsichtschuss. Wir nehmen den, weil mein 97% und flankiert ist einfach zu wertvoll. Shit. Das Ding steht noch. Sehr schön. Die ist nicht aufgedeckt. Und sie bewegen sich so, wie sie sollen. Sehr schön, sehr schön. Ein Streifschuss, schade. Es steht noch! Doch, er kommt in Sicht, aber wow. Das sah relativ weit vorbei aus. Ziel verfehlt. So, dann können wir uns hier nochmal. Moment, coole Deckung, oder? Ja. Legen wir endlich los! Okay, dachte schon. Also nicht umgesprungen. 5 Punkte Schaden. Sie muss nur treffen. So viel zu dem nur. Überprüfe Visier! So, jetzt nehmen wir den Truppsichtschuss. 49%. Meine Fresse. Daneben! Jetzt ungut, weil Gott hat hier nicht den. Bitte treff, sei so gut. Oh nein. Shot wide. Wir schießen Pech. Ah, okay. Damit kann ich leben. Denn wir wissen, die Schattenbindung hört auf, sobald das Phantom stirbt. Repositioning on us! Uh-oh. Verdammt! Brauche Deckung! Bin unter Beschuss! Besser schmecken wir nicht. Rolling! So, flankieren wir den Guten. Wenn das jetzt kein Treffer wird, muss Hunter wohl nochmal. Es wird ein Treffer. Es. Schatten ist verschwunden, bevor das Phantom starb. Das sah jetzt auch gut aus. So, machen wir uns ein bisschen näher ran. Positiv. Für den besseren Treffer. Wieder nur ein Streifschuss. Nur angekratzt. Ja, da haben es meine Leute aber mit dem Streifen hier. Komm, weil er so wenig hat zu tun bekommen. Hat ein bisschen besseres Schussfeld. Jawohl. Feind terminiert. Hat sogar Streifschuss gereicht jetzt. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ausgezeichnete Leistung. Leider 3 Verwundungen kassiert. Ah, die Leute können sich ja jetzt ein bisschen ausruhen. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. Ja, ja, ja. Solange auch nur ein einziger Schnitter noch steht, wird er kämpfen und den Finger am Abzug haben. So soll's auch sein. Alex Munoz bekommt
Klingenmeister. Wir brauchen Kämpfer, keine Spione momentan. Aber auch davon wird es noch bald einen geben. Dann lieber die Defensivvariante. Schnelle Hände ist einfach ein zu geiler Skill, um nicht zu nehmen. Bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Codex-Hirns. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. Hallo, Commander. Weiter Fortschritt um 1 reduziert, das ist schon mal gut für uns. So. Mal gucken, was wir treiben können mit der ganzen Sache. Wir haben einen Schädel gesteckt. Sieht immer sehr lustig aus, so von unten schön nach unten, nach oben hoch. Und wir haben das Codex für uns beschafft. Das ist auf jeden Fall auch von viel, viel Wert. Was wir damit machen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt, wünsche ich euch noch viel Spaß am restlichen Tag und sag jetzt erstmal ciao.